Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Pressevertreter, liebe Sponsoren, oben bei uns im Business Club ein recht herzliches Hallo zur Pressekonferenz. Nach dem Spiel in der dritten Liga zwischen dem FSV Zwickau und dem SC Paderborn entstand hier im Stadion Zwickau vor 3.301 Zuschauer 3:0 für die Heimmannschaft. Hier vorne haben Platz genommen die beiden Trainer. Das ist natürlich unser Trainer vom FSV Zwickau, Thorsten Zieger, und der Gästetrainer Florian Fuhland, den ich als allererstes das Wort übergeben möchte für seine Einschätzung zum Spiel. Ja, vielen Dank. Ich möchte zuerst möchte ich meinem Trainerkollegen und dem FSV Zwickau, ich glaube, zu einem ja auch in der Höhe völlig verdienten Sieg gratulieren. Ich glaube, dass Zwickau uns heute über 90 Minuten gezeigt hat, wie Abstiegskampf dann auch wirklich geht. Nämlich eben Zweikämpfe gewinne, alles reinschmeiße. Das wollten wir vielleicht auch, aber wir haben es dann in den 90 Minuten nicht geschafft, das wirklich auf den Platz zu bringen. Und ja, man muss dann einfach auch sagen, mal abgesehen auch von der roten Karte, hätte es ja auch vorher schon höher stehen können, bei den Chancen, die Zwickau hatte, auch schon in der ersten Halbzeit. Dementsprechend haben wir in der Halbzeit nochmal versucht, auch nochmal darauf einzuwirken. Aber dann, wenn er natürlich in Unterzahl so schnell ein 2:0 auch fällt, dann wird es ganz, ganz schwierig, wenn ich sowieso schon nicht so im Spiel drin bin. Aus dem Grund, Gratulation an Zwickau. Ich glaube, ganz, ganz viel richtig gemacht. Und wir leider nicht. Danke. Vielen Dank. Dann übergebe ich das Wort an unseren Trainer. Ja, also überwiegend tut natürlich heute erstmal die Erleichterung darüber, dass wir endlich wieder 3 Punkte eingefahren haben. Ich glaube, es war auch aufgrund der Ergebnisse von gestern und natürlich von heute extrem wichtig, heute hier zu gewinnen, um eben zumindest so ein bisschen Anschluss wieder an diesen ominösen Strich zu finden. Das haben wir geschafft, darüber sind wir natürlich froh, und ich glaube auch die Art und Weise, wie es die Jungs über 90 Minuten getan haben, nicht nur in der Trainingswoche, sondern heute auch über 90 Minuten auf dem Platz, ohne jegliche Verschnaufpause, ohne jegliche Phase, wo wir ein bisschen nachgelassen haben, ist ein Zeichen für uns alle, dass es eben geht, dass es funktioniert und dass wir dort dranbleiben müssen, dranbleiben sollten, um eben eine realistische Chance zu haben, eben diesen Rückstand im Laufe der Saison noch aufzuholen. Und symptomatisch war eben, dass es ab der ersten Minute ganz wichtig war, dass die Jungs dran geglaubt haben, und unser erstes Tor, ja, wo man gesehen hat, dass wir 2-3 Situationen vor dem Tor schon hatten, wo wir eben nicht dieses Ballglück hatten, dass er uns vor die Füße gefallen ist, oder dass wir es geschafft haben, eben dann gefährlich vors Tor zu kommen, und wir sind immer wieder in den Situationen drin geblieben, und schlussendlich wirft sich Ronny König dann in diesen Ball rein. Ich glaube, man muss in solchen Phasen eben die Tore erzwingen, man kriegt sie nicht hingelegt, man bekommt keine Bälle auf den Fuß und macht sie einfach rein, und das hat den Jungs einfach die Tür geöffnet und gezeigt, dass es eben möglich ist, egal gegen welche Mannschaft, egal gegen welchen Namen, die nötigen Punkte zu holen, und dort müssen wir anknüpfen, dort werden wir dranbleiben. Und das war heute eines von 3 Endspielen in diesem Jahr, ja, was wir tatsächlich auch so sehen, Endspiele für uns, um eben diesen Anschluss zu schaffen ans untere Mittelfeld. Und jetzt folgen noch 2, und wenn wir die beiden Spiele genauso angehen und genauso konzentriert bleiben, bin ich zuversichtlich, dass wir noch ein paar Pünktchen einsammeln, um dann eine gute Ausgangsposition zu haben, in der Winterpause nochmal alle Kräfte zu bündeln. Vielen Dank. Ja, soweit die Einschätzung der beiden Trainer. Gibt es Fragen von Ihnen an die beiden? Wenn dies nicht der Fall ist, wünsche ich unseren Gästen eine gute und unfallfreie Heimfahrt. Ihnen allen Danke. Ein schönes restliches zweites Adventswochenende. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.